Liebe Schweizer Freunde, Schweizer Beterin, Schweizer Beter, es ist mir wichtig gewesen, dass ich euch heute noch diese Botschaft aufnehme und weitergebe. Vorgestern Abend, wie ich ins Bett gegangen bin, sagte der Heilige Geist zu mir: Piero, morgen ist ein wichtiger oder etwas ganz besonderer Tag. Er wollte mir nicht mehr sagen, aber ich bin den anderen Tag aufgewacht und mein erster Gedanke ist: Herr, was hast du heute vor? Und ich habe dann einen Kaffee getrunken und habe meine stille Zeit gemacht und war voller Erwartung. Und plötzlich spürte ich, wie mein Zimmer sich total verändert. So wie die Herrlichkeit Gottes ins Zimmer reinkommt und ich spürte, es sind Engel im Zimmer drin. Und dann fing der Herr an, zu mir zu sprechen. Und ich fang an, die Schweiz zu sehen. Und das war eine Botschaft für die Schweiz. Weil die Tage vorher habe ich schon gefragt: Herr, was ist in der nächsten Zeit dran? Wo willst du oder was möchtest du machen? Und dann sehe ich die Schweiz und der Herr sprach zu mir: Dieses Jahr wird, oder dieses Jahr, wie jetzt kommen wird, das Jahr 23 wird ein Jahr sein, wo Gott, dieser Gott des Feuers, die Schweiz berühren wird. Vielleicht, oder ich sage dir mal nicht so schnell Halleluja, weil dieser Gott des Feuers ist nicht ein Feuer der Begeisterung, sondern es ist ein Feuer vom Wesen Gottes selbst. Und ich spürte, wie dieser Gott des Feuers gesagt hat: Ja, ich werde die Schweiz, auch viele meiner Kinder total berühren. Dieses Feuer, dieser Gott des Feuers wird über der Schweiz ganz stark sein, 2023. Der Gott des Feuers ist nicht ein Feuer, um dich zu segnen, sondern dieser Gott des Feuers, wenn du die Bibel kennst, steht geschrieben, dieser Gott des Feuers ist ein eifersüchtiger Gott. Ein eifersüchtiger Gott ist eifersüchtig, weil er dich lieb hat, weil du ihm gehörst. Und dieser Satz wird etwas ganz wichtig sein, präge die Leute, wie dieser Gott des Feuers kennen wollen, lernen. Und das wird ein Satz sein von Gott selbst, wie ganz stark in deinem Herz wird sein: Du gehörst mir. Du gehörst nicht zuerst deine Gemeinde, deine Kirche, deine Denomination, dein Job, deine Familie, deine Kinder, deinem Land und alles Mögliche. Du gehörst Gott zuerst. Es bedeutet nicht, dass du alles andere absagen musst, aber dieser Gott soll Priorität sein. Und wenn er dich ruft, musst du bereit sein, alles andere loszulassen. Und du wirst diesen Gott des Feuers kennenlernen. Dieser Gott des Feuers, dieses Feuer Gottes ist die stärkste Waffe gegen den Feind. Und ich glaube, es ist auch eine der stärksten, aber auch der letzte große Salbung, bekommen wir diese Gott des Feuers. Als dieser Gott des Feuers gekommen ist, haben die Baalspriester alle ihre Kraft verloren. Und Elia konnte sie killen und der Regen Gottes ist auf Israel zurückgefallen. Das ist ein Bild vom Alten Testament. Im Neuen Testament kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, sondern geistliche Mächte der Finsternis. Dieser Gott des Feuers wird ganz besonders in Europa, die Schweiz berühren, wird bei der Schweiz ganz stark anfangen. Und nicht nur habe ich mich gefreut, weil ich habe eine Sehnsucht. Manchmal im Leben habe ich schon teilweise diesen Gott des Feuers gespürt. Es kann manchmal so stark sein, dass es schmerzhaft ist. Ich habe gesehen, wo Leute geschrien haben, wie dieser Gott des Feuers sie berührt hat. Wir waren es nicht mehr gewohnt. Wir wollten nur diesen Gott haben, uns streichelt und uns beruhigt und uns segnet. Dieser Gott des Feuers ist ein starker Gott, ein eifersüchtiger Gott. Ein Gott, wie sagt, ich möchte mein Land zurückholen. Ein Gott, wie Erweckung möchte haben in diesem Land. Ein Gott, wie die Nase voll hat von diesem Geist des Atheismus, wie alles kontrolliert, und dieser Geist des Humanismus, diese Geist der Hexerei und die ganze Sache da sein. Er möchte seine Braut zurückholen. Ein eifersüchtiger Gott, dass dieser Tag kommt, wo Gott sagt zu Jesus: Jetzt hol diese Braut. Ohne Flecke, ohne Runzel. Und das sagt er auch zu der Schweiz. Und dann bekomme ich diese zweite Botschaft. Und der Herr sagte mir: Hexerei weiß Bescheid. Hexerei weiß, dass diese Gottesfeier eine Ausgießung. Weißt du, manchmal habe ich den Eindruck, dass Hexerei mehr die Zukunft kennt von den Plänen Gottes als viele Christen, wie schlafen, wie in ihrer Tradition drin sind. Es ist Zeit, dass wir offen sind, weil Gott möchte seine Propheten, seine Kinder, seine Pläne zeigen.
Dann hat man Gott gesagt, Hexerei will gleichzeitig aufstehen, weil sie wissen, sie sind jetzt in Gefahr. Wenn diese Gott des Feuers kommt, ist die größte Gefahr. Und dann habe ich gesehen, wie der Geist der Hexerei von der Schweiz gerufen hat in die unsichtbare Welt hinein, dass viele Länder von Europa diese Geisterhexerei unterstützen möchte. Sie wusste, es wird eine Gefahr kommen. Und ich habe gesehen, wie Geisterhexerei von vielen Ländern gekommen ist Richtung Schweiz. Und der sagte mir, schau mal, diese Geisterhexerei, er möchte immer kontrollieren. Und meistens im Hintergrund, gar nicht im Vordergrund. Er möchte kontrollieren die Politik, die Finanzwelt, die Geschäftswelt. Die Medienwelt, in alle Richtungen müsste diese Geisterhexerei gehen. Ich habe gesehen, dass er auch Kirche und probiert hat zu kontrollieren und Religion zu kontrollieren, dieser Humanismus zu kontrollieren, in Schule, in Universitäten, sogar im Krankenhaus, im Krankenwesen habe ich gesehen, diese Geisterhexerei probiert hat, alles zu kontrollieren, so dass keine Erweckung ausbrechen kann. Es ist so die letzte Zeit für ihn. Und dann hat man Gott gesagt, ja, es ist Zeit, wo Ruf in die unsichtbare Welt, in deinem Gebet drin, dass Beter aufstehen, wie von Gott dieses Feuer bekommen, gegen Hexerei zu beten, gegen die Macht der Hexerei, nicht gegen Menschen, sondern Gott ruft eine Armee von prophetischen Beter, die diese Salbung haben, wie bereit sind, diese Geister Hexerei zu konfrontieren. Aber Beter, die geführt sind vom Heiligen Geist und nicht von Begeisterung. Du kannst mit Gefühl und mit Begeisterung niemals die Geisterhexerei konfrontieren. Das geht nur, wenn der Heilige Geist dich führt und wenn dieser Gott des Feuers seine Hand auf dein Leben legt. Das ist die Zeit, wo 23 ganz stark prägen wird. Wenn die Fürbitter nicht aufstehen und es geht nur um gesegnet sein, meine Kirche, meine Gemeinde, wer hat das größte Gebäude, wer ist der gesalbte Mann, dann wird es ja schwer haben, den Plan Gottes durchzumachen. Dann wird Hexerei mehr und mehr übernehmen. Und ich möchte sagen, es ist wichtig, dass wir es lernen. Dass es unser Feind ist. Unser Feind sind nicht Konkurrenz von Religionen und von Kirchen und von alles Mögliche. Konkurrenz ist diese Geisterhexerei. Der ist gegen Gottes Pläne. Er ist gegen Gottes Erweckung. Ich möchte dich fragen, wenn dieser Gottes Feuers dich berühren wird, berühren möchte, bist du bereit, ein eifersüchtiger Gott kennenzulernen? Wie manchmal sagt, stopp, jetzt gehst du mehr. Jetzt vergiss deine Programme. Vergiss deine Pläne, wie du immer machst, schöne Pläne immer. Jetzt kommen meine Pläne zuerst. Dieser Gott der Eifersucht, der kann manchmal schwierig sein. Ich habe es erlebt schon, wenn ich manchmal am Abend ins Bett ging und wollte schlafen und ich spürte diese Gott der Eifersucht, das ist nicht Zeit zum Schlafen. Es gibt Sachen in deinem Leben, dieser Tag, wo es vielleicht nicht okay war, ich möchte, dass du vorher das im Gebet wegmachst, dass du vielleicht Vergebung verlangst oder für jemanden betest. Und ich wusste, ich kann nicht schlafen, dieser Gott ist Eifersucht, er ist da. Ich möchte ihm, dieser Gott, der eifersüchtig ist, dieser Gott des Feuers, ich möchte nicht, dass er weggeht. Er ist mir wichtig. Ich habe sowieso schon vorgehabt, aber jetzt ist der Drang viel stärker in meinem Herzen. Dieses Jahr 23, noch ein paar Mal in die Schweiz zu gehen. Auf der einen Seite so acht Erweckungsarbeit machen, wo dieser Gott des Feuers da ist. Wo Leute kommen und sie werden frei. Dieser Gott des Feuers wird so stark sein, dass keine dämonische Mächte mehr bei dir kann bleiben. Und auf der anderen Seite habe ich sehr stark auf dem Herzen so Gebetsschule zu machen. Leute so zusammenzukommen, dass wir miteinander in der Gegenwart Gottes und Heiligen Geist lernen. Was ist unser Auftrag? Was ist es dran? Wie sollen wir es machen? Der Heilige Geist ist der beste Lehrer, den es gibt. Ich möchte sagen, ich habe wenig Ahnung oder fast keine Ahnung. Und ich möchte nicht anfangen, Bücher zu lesen darüber, sondern ich weiß, der Heilige Geist macht es. Seit Wochen wache ich jede Nacht auf und ich weiß, es ist Zeit aufzustehen. Ich liebe mein Bett. Ich liebe in dem warmen Bett liegen. Ich mag es nicht aufstehen und mich hinsitzen, auf Gott zu harren. Aber ich weiß, es sind die Zeiten, wo Gott spricht zu mir. Ich
kann es nicht immer ganz klar verstehen. Vielleicht im Tag finde ich nicht so die Ruhe, aber in der Nacht, wo alle anderen schlafen und ich bin in der Gegenwart Gottes, dann merke ich, wie der Heilige Geist kommt und er ist mein Lehrer. Die Salbung lehrt uns. Und ich glaube, uns der Heilige Geist möchte uns ausbilden für die eine Zeit wie diese. Er möchte es auch mit dir machen. Ich liebe dieses wunderbare Land, diese Schweiz. Und ich möchte sehen, wie Gott anfängt zu wirken. Es gibt in der Schweiz so viele nette Geschwister, die eine Sehnsucht haben nach Erweckung. Wie teilweise schon vor Jahren Erweckung erlebt haben, wo tausende Leute Buße tun zum Herrn kommen. Aber das soll viel stärker werden. Und ich möchte sagen, es hat nichts mit dem Alter zu tun. Du kannst 15 Jahre alt sein und du kannst 90 Jahre alt sein. Wenn Gott dich ruft, macht es keinen Unterschied. Da gibt es kein Programm für junge Leute und Programm für alte Leute und für mittlere Leute, sondern gibt es Programm Holy Spirit, ganz besonders für Mittag. Möchtest du einer von denen sein? Im Januar werde ich schon in Krishna sein und werde dort 4 Tage machen. Und ich glaube, es ist so ein Anfang. Die Schweiz braucht Betach. Und wenn du in die Länder neben dran wohnst, ich habe letzte Mal, wie ich in Krishna war, bei Basel, da kamen Leute von Frankreich, da kamen Leute von Deutschland, da kamen Leute von Österreich, von Belgien und sie kamen, weil sie gewusst haben, Gott ist da, Gott möchte etwas machen. Bewege es in deinem Herzen. Es ist keine Predigt, um dich zu segnen. Es ist ein Wort vom Herrn, wie dich rufen kann. Bewege es in deinem Herzen. Und wenn du diese Gott des Feuers kennen möchtest lernen, dieser verzehrende Gott, dieses Feuer, wo Jesus gesagt hat, ich bin gekommen, ich möchte ein Feuer anzünden und ich wünschte mir nichts mehr, dass es schon brenne. Wenn du das in deinem Herzen total wünschst, fang an jetzt schon, jetzt, ihm zu sagen, dass du in dieses Programm fürs Jahr 23 das Feuer reingehen möchtest. Und du wirst auf unserer Homepage oder auf Taube Reise kennenlernen, die Termine. Ich möchte dich segnen und ich wünsche dir, dass du mit Freude, mit Glauben, mit Zuversicht in dieses gute Jahr gehst. 23 wird ein gutes Jahr sein für die, die im Plan Gottes sind. Wird für viele andere ein schreckliches Jahr sein. Ein Jahr der Panik, ein Jahr der Angst. Aber ich sage dir etwas, wenn du im Plan Gottes bist, wird es ein gutes Jahr sein. Gott wird dich nie vergessen. Trachte zuerst am Reich des Herrn. Und wir sehen, dass er alles, was du brauchst, alles wird er dir geben.